Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Grey Matter. Wir sind hier unterwegs mit David Styles im Haus von Dr. Ramus Kin, so wie es auch schon den Inder. Und diesen Kabelsalat, den kennen wir, glaube ich, auch alle ganz genau. Richtig unangenehm. Und wir reden mit ihm jetzt über die Vorkommnisse, dass wir die Laura jetzt wirklich sehen können und sie uns berühren kann. So voll creepy Sachen, Alter. Und wir hoffen, dass er uns jetzt ein bisschen was drüber sagen kann oder so. Und los geht's. Ist es bei den Ihnen bekannten Fällen von Erscheinungen häufig so, dass die Verstorbenen von ihrem Tod besessen sind? Kann man so sagen, ja. Vor allem, wenn sie nicht eines natürlichen Todes gestorben sind. Laura scheint mit mir über den Unfall reden zu wollen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es dafür wirklich einen triftigen Grund gibt. Oder ob sie nur aufgrund eines Schocks auf diesen Moment fixiert ist. Ich bin mir sicher, dass sie nichts unversucht lassen, das herauszufinden. Falls wirklich nichts dahinter steckt, wird sich das früher oder später zeigen. Ja, natürlich. Okay. Gibt es ähnliche Erscheinungen? Haben Sie schon einmal von ähnlichen Erscheinungen gehört? Ein besseres Wort fällt mir nicht ein. Einige Aspekte. Zum Beispiel die Art und Weise, wie Laura mit ihnen im Isolationstank kommuniziert hat und dann die Nachricht mit Hilfe des Zufallszahlengenerators, klingen für mich wie eine klassische Kontaktaufnahme aus der geistigen Welt. Aber andere Dinge, die sie beschrieben haben, zum Beispiel die Sache mit dem weißen Kleid, Lauras Gestalt unter dem Bettlaken und dann natürlich die Vorfälle in der Universität, deuten eher auf Telekinese hin, also auf das Bewegen von Objekten mit der Kraft der Gedanken. Sind Sie sicher, dass all diese Manifestationen auf Laura zurückzuführen sind? Natürlich. Ein paranormales Phänomen ist ja schon außergewöhnlich genug, aber zwei wären dann wohl doch des Guten zu viel. Denken Sie nicht auch? Da ist was dran. Psi und Neurobiologie. Studien mit sterbenden und komatösen Patienten haben zu einigen interessanten Theorien geführt, die das menschliche Bewusstsein betreffen. Es liegen bestätigte Fälle vor, in denen das Gehirn das menschliche Bewusstsein aus dem Körper projiziert hat und die entsprechende Person Dinge wahrnehmen konnte, die sich beispielsweise in einem anderen Zimmer ereigneten. Wenn das Bewusstsein in der Lage ist, sich außerhalb des Körpers zu erfahren, kann es möglicherweise den physischen Tod überdauern. Mhm. Haben Sie eine wissenschaftliche Erklärung dafür, wie das genau funktionieren könnte? In der Quantenphysik gibt es Ansätze, wonach der dreidimensionale Raum und die Zeit im Grunde vom Gehirn erzeugt werden, um die Unmengen an Daten verarbeiten zu können, die unsere Realität darstellen. Das Gehirn funktioniert wie eine Art Wandler, genauso wie ein Fernsehgerät, das elektronische Daten verarbeitet und in ein Bild umwandelt. Wenn das menschliche Gehirn Raum und Zeit erschafft, kann es möglicherweise das Bewusstsein in die Vergangenheit oder Zukunft projizieren und macht es damit sozusagen unsterblich. Das ist faszinierend. Ich hoffe, Sie haben vor, diese Theorie zu veröffentlichen. Ich stecke noch mitten in den Forschungsarbeiten. Gibt es irgendeinen Zusammenhang zwischen Psi-Aktivität und Hitze oder Feuer? Ja, bei Telekinese zum Beispiel spielen die Elemente eine große Rolle. Es gibt da ein klassisches Beispiel mit Poltergeistern bei einem jungen Mädchen in Amerika. In ihrem Fall hatten die Manifestationen immer etwas mit Wasser zu tun. Es lief die Hauswände runter, sickerte durch die Tapete und kam aus dem Boden. Ein anderes typisches Telekinese-Phänomen ist das Regnen von Steinen. What? Und ich erinnere mich daran, einmal etwas über einen Schamanen in Ostafrika gelesen zu haben, der seine Opfer in Flammen aufgehen lassen konnte. Das alles deutet darauf hin, dass die telekinetischen Kräfte aus der Erde gespeist werden. Allerdings wüsste ich nicht, dass es zu diesem Thema irgendwelche Studien gibt. Okay, reden wir mal über diesen Schamanen. Können Sie mir mehr über den Schamanen aus Ostafrika erzählen? Was mir noch einfällt, ist, dabei handelt es sich um einen gut dokumentierten Fall aus dem frühen 20. Jahrhundert, dem sich ein Mitglied der Society for Psychical Research angenommen hat. Der Forscher ist in Afrika auf diesen Schamanen gestoßen und hat ihn einer Reihe von Tests unterzogen. Er vermutete, dass der Schamane die Fähigkeit besaß, so viel Elektrizität zu konzentrieren,
dass er damit bewusst Dinge in Brand setzen konnte. Diese Annahme schien sich dadurch zu bestätigen, dass der Schamane diese Fähigkeit nicht nutzen konnte, wenn er nass war. Natürlich darf man nicht außer Acht lassen, dass zu dieser Zeit Experimente mit Elektrizität sehr in Mode waren. Dennoch, hier scheint es sich um einen klaren Fall von Telekinese zu handeln. Ich frage mich, ob die Vorfälle auf dem Campus vielleicht darauf zurückzuführen sind, dass Laura versucht hat, mit mir in Kontakt zu treten. Wenn sie dafür Energie aufbringen muss, entlädt sie sich anschließend vielleicht auf unvorhergesehene Weise. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall muss die bei den Vorfällen auf dem Campus erzeugte Energie ungewöhnlich stark gewesen sein. Und das entspricht nicht dem, was ich bisher über spiritistische Kommunikationsformen gehört habe. Aber Sie haben doch selbst gesagt, dass Sie noch nie mit einem Fall zu tun hatten, in dem ein Isolationstank zum Einsatz kam. Das ist wahr. Ich bin wirklich gespannt, wie sich die Sache weiterentwickelt, Dr. Stiles. Okay, das war's, oder wie? Danke für Ihre Einschätzung, Doktor. Ach ja, noch etwas. Ich hatte gehofft, Sie könnten mir vielleicht sagen, wie ich Laura helfen kann, durchzukommen. Dr. Stiles, ich bin mir nicht ganz sicher, was genau Sie mit durchkommen meinen. Erdgebundene Seelen sitzen hier fest, wenn sie ein Trauma nicht überwinden können oder nicht bereit sind, ihren Tod zu akzeptieren. In diesem Fall geht es darum, den Verstorbenen sozusagen zu erlösen, damit er weitergehen kann. Weitergehen? Wohin? Ins Nichts? Ich meine, was wäre, wenn es wirklich möglich ist, Laura zurückzuholen? Aber das wäre geil. In welchem Körper soll sie leben? Wie soll sie mit unserer Welt interagieren? Alle Religionen glauben an ein Jenseits und... Ja, danke, Doktor. Es wird langsam spät. Ich muss los. Ich hoffe doch, Sie halten mich auf dem Laufenden. Natürlich. Schönen Tag auch. Auf Wiedersehen. Okay, also von Religionen halten wir überhaupt nichts. Wir denken einfach an die Wissenschaft, was ich ja ziemlich gut finde. Okay. Aber richtig weitergeholfen hat uns der Typ jetzt nicht, oder? So, jetzt schauen wir mal zum Timmons Park. Das ist der Lieblingsort von der Laura. Da müssen wir uns jetzt inspirieren lassen. Schau mal, Mami, ein Monster. Was? Liebling. Bist du dumm? Pinker Monster, nur weil er eine coole Phantom der Opernmaske trage. Das ist voll geil. Hast du keine Ahnung, was cool ist? Boah, diese Kinder heutzutage. Alter. Schaut aber schön aus da. Da kommt mal ein kleines Foto. Okay, wir betreten den Timmons Park. Zarathustra wird von vielen als erster Magier und Astrologe angesehen. Er war ein... irgendwas. Lake und Hauptweg. Schaut aber echt schön aus. Ich erinnere mich zwar noch an den Park, aber ganz genau habe ich ihn nicht mehr im Kopf. Wohin soll ich gehen? Der Hauptweg ist da entlang. Also so jetzt zum Hauptweg. Bootshaus. Hübsch. Oh, schaut, sie geht sogar noch rüber. Ich glaube nicht, dass ich mich an irgendetwas Bestimmtes erinnere, wenn ich mich jetzt auf die Bank setze. Ich sollte etwas anderes versuchen. Da ist was, Schatz. O'Neill. Diese Schnitzereien sagen mir nichts und bringen mich mit Laura nicht weiter. Okay. Schauen wir mal zum Spielplatz. Ein Kind, was komische Anfälle hat. Mit Sand spült. Und jetzt irgendwas in Sand schreibt. Und wieder Anfälle hat. Oh Gott, es ist verloren. Das Kind ist verloren. Da hinten sind Ich habe nie verstanden, warum man diese Statuen in der Nähe eines Spielplatzes aufgestellt hat. Wahrscheinlich kann man gar nicht jung genug für Kunst sein. Wahrscheinlich. Ich dachte immer, dass eines Tages unsere eigenen Kinder hier spielen würden. Wie schnell sich die Dinge verändern können. Ja.
Ich dachte immer, dass eines Tages unsere eigenen Kinder hier spielen würden. Wie schnell sich die... Okay, das haben wir schon... Ich habe nie verstanden. Da ist so Eistyp. Laura mochte am liebsten Eis mit Orangengeschmack. Orangengeschmack. Kaufen wir unser Eis mit... Eis mit Orangengeschmack? Eis kaufen. Ich hätte gern ein Orangeneis. Das mit Vanille in. Meinen Sie einen Orangensplit? Ja, das ist es. Ein Orangeneis mit Vanille drinnen. Bitte sehr. Wollen Sie nicht Ihr Wechselgeld? Behalten Sie's. Okay. Geil, wir haben ein Eis. Oh, Schatz, ist wie so zung. Oh, wie erotisch. Ach, meine Style ist... Er ist schon arm. Schau, kann das kleine Mädchen anklicken. Das kleine Mädchen hat mich Monster genannt. Grausam ehrlich, dieses Kind. Das kleine Mädchen... Das ist ja grausam, weil das ist einfach nur blöd. Sie hat einfach keine Ahnung, was cool ist. Okay, schauen wir mal zum Brunnen. Boah, Leute, bin so miert. Boah, es schaut richtig cool aus. Kann mit denen auch nichts machen? Okay. Laura hat diesen Brunnen geliebt. Wir haben stundenlang auf dieser Bank gesessen. Laura war die einzige Person, die mich dazu gebracht hat, auch mal abzuschalten. Mit Ärmlos, Alter. Laura hat diesen Brunnen... Wir haben Stunden... Okay. Gehen wir mal darüber. Gibt es da drüben auch noch was? Da ist eine Bank. Da hinten geht es zur Brücke. Bei der Brücke waren wir ja vorher schon mal. Dann schauen wir mal. Pflasterweg. Schauen wir mal, wo wir da jetzt hinkommen. Wir saßen immer gerne auf dieser Bank und haben dem Rauschen des Flusses gelauscht. Jetzt ist Laura weg. Der Fluss auch. Wir saßen immer... Stimmt, der Fluss ist ausgetrocknet oder so. Der Fluss ist im Laufe der Zeit ausgetrocknet. Ah, wo sind wir jetzt? Wo gehen wir jetzt hin? Jetzt habe ich gar nicht geschaut, wo es da hingeht. Ich habe einfach nur geklickt. Ah, beim Bootshaus, okay. Ich kann ein Boot mieten. Geil, das machen wir jetzt auch gleich einmal. Er ist schon seit Jahren hier im Park. Ey, ich kann mit dem reden. Akkordeonspieler. Lied spielen. Ich habe einen Liederwunsch. Es gibt da ein altes italienisches Stück, das Sie immer gespielt haben. Santa Lucia. Grazie, grazie. Ich kenne Sie. Sie sind immer mit Ihrer Frau hierher gekommen. Bellissima. Ja. Ist sie heute nicht da? Sie ist tot! Sie ist tot! Aber gerne. Ich danke Ihnen, Herr. Okay, jetzt möchte ich gerne ein Boot mieten. Ja, das habe ich auch schon herausgefunden für 3 Pfund. Hier kann man. Pfund die Stunde. Lukratives Geschäft.
See. Das Wasser ist heute ruhig. Ideal, um mit einem Boot hinauszufahren. Laura ist gerne raus auf den See gefahren. Aber ich bin noch nicht so weit. Okay, er ist noch nicht so weit. Brücke. Schauen wir mal, die Brücke ist doch da, ist der Anfang, oder? Ja. Okay, dann gehen wir jetzt mal da rüber. Eingangsbereich. Brunnen. Okay, beim Brunnen war ich auch schon. Ah, da war ja nur ein Weg. Beim Brunnen, gell? Brücke. Pflasterweg. Und was war jetzt da drüben noch? Da waren wir noch nicht. Was? Garden? Irgendwas. Hey Leute, tu jetzt mal speichern, genau. Das war jetzt gerade ein guter Spieletipp. Da. Gewächshaus zum See. Ah, das alte Gewächshaus. Laura hat es nicht gemocht, weil es dort immer so voll und heiß war. Ich kann mit ihm gar nicht reden. Okay, komisch, komisch, komisch. Gardenie. Blühende Gardenien. Laura würde sich jetzt eine Blume ins Haar stecken. Oh ja, hübsch. Oh, er nimmt eine Blume. Diese Blume ruft vielleicht Erinnerungen in mir wach. Pflück dir eins, sonst Sie hast... Sie dürfen hier keine Blumen pflücken, Sir. Was? Ich bin David Styles. So lauten nun mal die Regeln, Sir. Die Blumen sind für alle Parkbesucher da und dürfen nicht gepflückt werden. Hören Sie, ich brauche diese Blume. Ich bezahle auch dafür. Sie wollen bezahlen? Gut, das Bußgeld beträgt 2000 Pfund. Hallo. Hey, was machst du da? Was war das jetzt? Und sie läuft weg und hat die Gardenie, die ich brauche. Das war aber ich genau die Gardenie habe ich braucht. Dieses Girl. Das ist ein Gardenienstrauch. Laura würde sich eine Blume ins Haar stecken, wenn sie jetzt hier wäre. Aber leider... Trägt dieser Strauch keine Blüten. Okay, wir holen uns jetzt diese Gardenie von diesem kleinen Fratz zurück. Die Kinder wieder. Jetzt muss ich sicher Eis kaufen oder so ein Scheiß. Wie heißt du? Wie heißt du? Ich heiße David. Du kannst es mir ruhig sagen. Heißt du Elizabeth? Anne? Das ist aber eine schöne Blume. Hast du sie hier im Park gefunden? Kann ich sie mal sehen? Niemals! Was ist das für ein Spiel? Was ist das für ein Spiel? Scheint Spaß zu machen. Hat es dir die Sprache verschlagen? Vielleicht kannst du nicht reden? Meine Maske macht dir Angst, oder? Warum hast du sie auf? Ist so etwas wie ein Pflaster. Hallo? Sieht du jetzt ein Mobber, oder was? Na, das ist... Ja, ganz schön. Warum? Tut mir leid, das ist eine ziemlich lange Geschichte. Wie heißt du? Wie heißt du? Wo hast du die Maske her? Wie heißt du, habe ich gefragt. Warum?
Warum? Weil ich keine gefunden habe, die mir gefällt. Zeigst du mir die Blume, die du gerade gepflückt hast? Warum hast du Aua? Alter, diese Kinder, Alter. Feuer. Hat es wehgetan? Ja, ja. Hab ich eh schon gesagt, oder? Magst du ein Eis? Könntet ihr vielleicht bestechen? Du isst doch bestimmt gerne Eis. Wollen wir tauschen? Du kriegst ein Eis und ich kriege dafür deine Blume. Das würde Mami nicht mögen. Ich habe mir mal das Knie aufgeschlagen und das hat auch Aua gemacht. Wie wäschst du dich eigentlich im Gesicht? Verkaufst du mir deine Blume? Wie wäre es, wenn ich dir eine ganz neue, glitzernde Münze gebe? Und du gibst mir dafür die Blume? Mm-mm. Kannst du irgendwelche Kunststücke? Wie wäschst du dein Gesicht? Ich kann die Maske abnehmen. Nimmst du sie jetzt ab? Nein, Mäuschen. Das kann ich nicht machen. Gib mal jetzt die scheiß Blume, Alter. Was ist denn mit dir? Was ist mit dem Kind los? Außerdem hat das einen Sprachfehler. Laura, ich kann das nicht tun. Ich kriege die Blume einfach Au. Nicht. Wir sind von einem Opfer abgeschossen worden, okay? Hä? Vielleicht mit dem Eis? Sie hat gesagt, sie will kein Eis. Vielleicht ist es wirklich gut. Sie hat gesagt, sie will kein Geld. Okay, Alter, was morgen so ein kleines Kind überhaupt? Äpfel! Ich dachte, du musst den aufheben. Aber ein kleines Kind will nur gesunde Äpfel anstatt ein Eis. Du wolltest doch wissen, ob ich Kunst. Ach so, ich will jonglieren. Ich kannte einmal eine hübsche Prinzessin. Und die hat mir das hier beigebracht. Schau. Oh, jetzt kommt die Mutter, oder? Her! Wirf die höher! Soll ich? Na gut. Schau genau hin. Rebecca! Ich habe ihr nur ein Kunststück gezeigt. Krieg jetzt die Blume? Alter, tu nicht so blöd. Wie überaus freundlich. Mein Gott, die Mutter ist... Hey, die Blume! Mami! Mami, ich will mit dem Mann weiterspielen. Er ist nett. Juhu, wir haben die Gardenie. So, jetzt sind wir dran schnüffeln. Oh. Geschnüffelt hat. Ja. Das war jetzt am See draußen. Das heißt, ich kann jetzt sicher das Boot mieten. Muss jetzt auf den See rausfahren oder so. Aber ich weiß nicht mehr, wo der war. Brücke, Pflaster, Weg. Ah, halt! Achso, jetzt haben wir doch die Kommi da jetzt vielleicht hinsetzen. Laura hat diesen Brunnen geliebt. Wir haben stundenlang auf dieser Bank. Aber es geht nicht, okay. Komisch. Ach, wie sie jetzt den Kreisdraht hat. Nee, Mist, ich weiß mal, wo es da hingegangen ist. Vielleicht Pflasterweg. Und dann irgendwie.
Bootshaus, okay. Hier kann man ein Boot mieten. Stimmt. So wie es ausschaut, kann ich es doch noch nicht. Das Wasser ist heute ruhig. Das Wasser. Ja? Was sagst du, die coolen Boote? Laura ist gern. Ich bin noch nicht so weit. Warum? Warum bist du noch nicht so weit? Ich glaube nicht, dass ich mich an irgendetwas Bestimmtes erinnere, wenn ich mich jetzt auf die Bank setze. Ich sollte etwas anderes versuchen. Mhm. Okay, da ist auch ein Baum. Team 8. Nur eine Schnitzerei an einem Baum. Das erinnert mich an nichts. Okay. Da ist nur ein Baum. Okay, wir müssen uns die Bäume anschauen. Ah, da ist ein Herz. Das ist sicher von Styles. Ja, Laura and David. Das ist unser Baum. An einem schönen Sommertag habe ich hier unsere Initialen eingeritzt. Die nächste Erinnerung, oder? Oh Gott, das ist so traurig. Passiert jetzt was? Ja, es passiert was. Er ist schon voll arm. Oh, Maya, tut mir so leid. Für einen kurzen Moment habe ich mich wieder daran erinnert, wie Laura und ich hier im Park waren. Mai. David Styles. Da können wir noch immer nichts machen. Nö. Gehen wir jetzt nochmal zurück und schauen wir jetzt, ob ich mal das Boot da ausleihen kann. Du schaut alles weh. Überall beißt es mir und ich bin saumiert. Hey. Bootshaus. Okay, vielleicht können wir uns jetzt das Boot ausleihen und ich möchte jetzt unbedingt, dass wir auf dem See da rausfahren. Ah ja, es geht. Boah, bin ich mir jetzt frei. Okay, jetzt. Ich muss das Boot mieten. Ja, das ist mal klar. Okay, rent a boat. Rent boat. Boot mieten. Ich würde gerne ein Boot mieten. Das macht 3 Pfund. Sie können nur mal 12 nehmen. Numero 12. Nummer 12. Okay, wir liegen einfach so im Boot mit der Blume in der Hand. Wir sind ja heute ganz schön faul. Das Wetter ist einfach herrlich. Manch einer ist heute wirklich ganz schön faul. Du bist vielleicht ein Miesepeter. Ich habe natürlich mich selbst gemeint. Wie sieht es diese Woche mit deiner Terminplanung aus, Liebling? Das Übliche, nichts Weltbewegendes. Gut. Ich dachte, wir könnten dieses Wochenende zu unserem Häuschen am See fahren. Wir könnten am Freitag aufbrechen. Wir sind hier heute ganz schön faul. Das Wetter ist einfach herrlich. Manch einer ist heute wirklich ganz schön faul. Ich würde gerne dieses Wochenende zu unserem Häuschen am See fahren. Vielleicht können wir schon Donnerstagabend losfahren.
21. Oktober. Ich würde gerne dieses Wochenende zu unserem Häuschen am See fahren. Vielleicht können wir schon Donnerstagabend aufbrechen. Das Wetter ist einfach herrlich. Ach du Scheiße. Uah! Ein Student, David. 21. Oktober. Oh, jetzt wird es aber schon immer extremer. Sind jetzt die ganze Nacht da draußen gewesen, oder wie? Ein Student, 21. Oktober. Okay. Was immer sie uns damit sagen möchte. Brunnen, Gardenien. Wir saßen im... Okay, schauen wir auf die Karte. Okay, es ist grau hinterlegt, also das heißt, wir sind da fertig. Dann schauen wir jetzt nochmal zurück ins Dreadhill-Anwesen. Mittlerweile ist schon Abend geworden. Vielleicht können wir jetzt mit der Mrs. Dalton ein bisschen reden über das, was wir heute erlebt haben. Hallo, alles in Ordnung? Ja, danke. Na, eigentlich ja nicht. Wir haben voll die Laura heute gesehen, Mrs. Dalton. Aber der David mag es einfach nicht sagen. Ich verstehe es nicht. Schau mal in den Keller. Gehen wir mal ins Hauptlabor. Vielleicht können wir jetzt mit dem Experiment oder so mal anfangen. Okay, gehen wir hintere. Ich komme bei den Computer. Ah, jetzt, warte, wo? So, jetzt. Sitzung wechseln. Es würde Stunden dauern, die ganzen Daten durchzugehen. Ich muss mich auf einen bestimmten Zeitrahmen beschränken. Oh Gott, das, oh Gott, nee, was muss ich denn da jetzt machen? Angela, Malik, Samantha. Sams Gehirnfunktionen scheinen normal zu sein. Überraschenderweise. Toll. Okay, normal. Alles im normalen Bereich. Normal. Keine Auffälligkeit. Auf Helena's Scan ist nichts Nichts Ungewöhnliches. So, wie ich es erwartet hatte. Okay. Alles im normalen Bereich. Also das ist der normale Bereich, oder wie? Und wenn es... Sams Gehirnfunktionen scheinen normal. Was? Ich check's irgendwie gerade nicht. Wie weit können wir denn da zurück? Ah, okay, das war schon wieder. Okay. Dann schauen wir mal die zweite Sitzung an. Sams Gehirnfunktionen scheinen. Alles im normalen Bereich. Alles im normalen Bereich. Ja, es wird dann schon passen. Okay, da haben wir kontrolliert. Das schaut alles gut aus da. Gut, dann können wir da jetzt wieder rausgehen. Jo. Dann schauen wir jetzt nochmal ins Privatlabor. Vielleicht hat uns die Laura wieder was Neues geschrieben. Okay, und was? Ich muss mir jetzt merken, 21. Oktober, Student. Wir müssen halt jetzt einmal wissen, welchen Tag wir heute haben.
Oh, muss jetzt dann gleich mal aufhören, liebe Leute. Das ist schon... Leute! Es ist ja Zeit für eine Folgenpause. In der nächsten Episode schauen wir, wie es weitergeht. Ich habe gerade wieder mal keine Ahnung. Aber wir werden es schon sehen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.